Willkommen zurück, da bin ich wieder. So, Freitag müsste sein. Und ich denke, ich werde es einfach durchmachen, solange bis ich wirklich fertig habe, bis ich diese ganze. Ah, schau an. Machen. So, man soll ja wirklich ab und zu mal sterben, damit man mal gucken kann, ob irgendwo ein Stab rumliegt oder irgendwas. Was wieder gejumpt ist, was ich meine. So, wenn uns entspringt, bis es dann irgendwann mal liegen bleibt und erscheint. Weil hier war eben nichts mehr gelegen. Bogenschütze? Boah, ich wünschte, ich hätte einen Bogen. Action. Ja. Mit dieser Folge wird die Tankquest der epische Modus beendet. Somit bleibt uns dann noch Staffel 3. Jetzt gleich so machen soll mit den Staffeln, gell? Wäre einfacher gewesen. Naja. Ich wirklich viel Langeweile habe, werde ich es unbedingt auf YouTube. Lauf doch nicht weg. Ach, meine Fresse. Was bist du denn? Bogenschützen, ach noch, ach herrlich. Sehr schön. So, da oben war nichts. Nee. Gut, dann gehen wir da nach draußen. Da ist ein Brunnen, gut zu wissen. Den werden wir auf jeden Fall nochmal brauchen. Da bin ich mir fast sicher. Ich erzähle da alles mit, ich merke schon. Ich habe die Hoffnung, dass irgendwo was Vernünftiges dabei ist. Wirklich alles mit, scheinbar. Drei Typen auf einmal gestunt. Eingefroren. Coole Kiste. Der obere Link. Jetzt kommen wir in die Damenabteilung. Da ist die oberste mehr. Ach, meine Fresse. Mehr Damen unterwegs. Ich muss die Bogenschützen und so. Müssen wir mal Deckung suchen? Bringt nur doch meistens nichts. Alte Kiste.
Nehme ich. Aber ich weiß, was ist, ich nehme es mit. Ist das ein Boss oder was ist hier los? Sind die so stark? Keine Ahnung. Du bist hier gar nicht stark. Schwächer als alle anderen Zahn. Okay, was ist das? Nein, das finde ich Angriffsgeschwindigkeit. Nee. Das ist für Bogenschützen, die ich gesehen habe. Ich kann mal nicht knapp beim Mikro. Ich muss gleich mein Inventar lernen. Ich wollte es mal schon ankündigen. Nicht so wild, Leute. Ich weiß nicht genau, zu dritt sind die irgendwie stärker als allein, also zu zweit oder so. Alles andere auch. So, was ist das? Ist das nichts? Okay. Ein bisschen was geht noch. Hallo. Du hast keinen Platz mehr. Noch mehr kannst du nicht tragen. Asgard. Immer noch Asgard. Das linke Nasenloch abkleben, dass ich nicht mal reinatme. Dann kläre ich doch mal so. Aber hey. Hilft nix. Na bitte! Ich bin beeindruckt! Das ist echt besudelnd. Kann ich eh nicht verkaufen? Das waren die genau. Achso, die muss ich noch abgeben, die Tafel. Ach, weg. Kann ich eh nicht tragen. Und das. Ach so, lächerlich. 250 Rüstung. Lächerlich. So, ich kann ja 300 Intelligenz. Schon cool aus. Aber Aussehen ist eben nicht alles. Geschossgeschwindigkeit. Ja, aber ich werfe ja, ich schieße ja nicht. Siehst du, was ich meine? Das ist nicht so praktisch, wie es aussieht.
Getränkeeigenes verblasen. Alter Schwede. War das eigentlich bei die Tankquest, wo man am Anfang die Tränke nicht stapeln konnte? Oh Mann. Ja. Wenn das jetzt aber so nordische Mythologie ist hier. Somit. Schlag erst zu, wenn du das Weiße in ihren Augen sehen kannst. Okay. Ich meine, wenn der Allvater da ist und Loki da ist, wo ist Thor? Wie fehlt mir da noch in der ganzen Sache? Kann sein, dass ich mehr Feuerresistenz brauche. Das sieht so aus, gell? Ich meine ja nur, wenn alle da sind, müsste doch Thor auch da sein. Eigentlich. Ich will auch nur seinen Hammer. Das Ende ist nah. Entschuldige. Loki. Ah, hier ist das Damenquartier, stimmt. Warum haben wir das hier gemischt? Gemischt sein muss, weiß ich nicht. Er getrennt. Das ist doch die Hölle. Eigentlich. Ach, wer weiß. Blick dicke Mensch durch. Nicht hilfreich. Bitte was? Zum Geier. Was hat die denn jetzt gemacht? Hab dich. Unübersichtlich hier. Minimal. Das Geschrei, gell? 69 ist gleich weg. Das ist auch gleich weg. Heute großes Synchronsterben. Gut, wie schaut's aus? Wir haben Platz.
Nun gut. Loki. Wo ist dein Daddy? Stimmt, ich habe ja noch den großen. Loki habe ich ja schon lange. Ehrlich. Geht echt kein Blitz oder an. Feuer oder irgend sowas, das wirklich richtig viel Damage macht. Die Eisböe oder so. Ich glaube, da schaue ich gleich nochmal, ob ich irgendwo eine Schriftrolle kriege. Das macht das Ganze doch ein bisschen simpler. Was wollt ihr denn? Ja. Funktioniert super. Geh nach Delphi. War ich lange nicht. Ach, schaut doch mal. Griechenland. Hell, freundlich. Naja, bis auf den Typen hier. Ich verkaufe an die Weisen und Mächtigen. Bist du sicher, dass du hier einkaufen möchtest? Freundlich bis auf den. Ja, perfekt. Wie lange? 10 Sekunden. Ist ein bisschen wenig. Ja, ach, komm für den Preis. So, das kann ich ja nicht reinlegen. Das muss ich so machen. Okay, Wiedersehen. Eigentlich ist es schmarrn, das Ding zu nehmen, gell? Ach, egal. Bringen wir es zu Ende. Ihr wartet ja auch schon sehnsüchtig drauf. Ja. Da war irgendwie ein toter Winkel. Ich habe die Schriftrolle noch nicht abgegeben, die zweite. Die Runentafel, aber okay. Ich stehe wieder in diesem toten Winkel. Was ist das da? Ach ja, geh sterben. Danke. Es ist so warm. An sich ist es ganz gut, weil er, wie gesagt, die Waschmaschine nicht gewaschen hat. Somit musste ich per Hand waschen. Und es ist richtig schön warm und feucht hier drin. So wie ich es am liebsten habe. Wie bist du hergekommen? Gute Frage. Auf jeden Fall ein bisschen darauf achten, was um mich herum passiert. Der Herrscher von Muspelheim. Dich verwandle ich in Asche. Asche. Sieht nicht so aus. So, wo ist er? Der kommt unten raus, gell? Oder? Da ist er. Schade, dass ich den nicht einschläfern kann, also betäuben. Da.
Was ist das für ein Typen? Brenne. Die Schaden machen wir nicht, gell? Wie ich gesagt habe. Mit deiner Kugel, das regt er nicht. Ja, regt er nicht auf, aber ist echt ein bisschen amateurhaft. So, jetzt müsste er links oben kommen. Right. Stirb. Nein, wieso denn? Noch was? Diese wunderschöne Musik dazu, herrlich. Nach dir. Aha. Weiter. Und alles in die Lava. Nichts dabei. Tja, das war das großartige Ende der zweiten Staffel, würde ich sagen. Jetzt hören wir uns die Feier mal in Ruhe an. Diesmal nehme ich es auf. Du hast Großes geleistet, Held. Nein, mehr als das. Du hast uns alle gerettet. Wir haben nicht aufgegeben und konnten die Jötunen abwehren, wenn auch mit großer Not und schweren Verlusten. Wenn auch noch Feuerriesen durch dieses Portal eingedrungen wären, wäre das der Dolchstoß gewesen, der uns erledigt hätte. Aber dank dir hat Asgard triumphiert. Wir werden sehen, was mit Loki geschieht. Eines Tages erhält er seine Strafe. Aber vorerst ist sein Plan durchkreuzt und seine teuflischen Verbündeten sind entweder tot oder vertrieben. Mach dir um ihn erstmal keine Sorgen. Du hättest es mehr als verdient, hier als einer meiner Einherja zu leben. Komm, feiern wir! Es wird wohl Zeit, dass du nach Midgard zurückkehrst. Ich bin gespannt, was... Große Feier. Sei gegrüßt, tapferer Held. Ach, du wieder. Da hast du mir echt... Ja. Grüße, Held. Wir treffen uns wieder, Götterbezwinger. Ich wollte nur sagen, dass ich... Irgendwie was... Ran an die Eintöpfe, lass die Töpfe kochen. Das beim ersten Mal ein bisschen mehr war. Ja. Ja, so schnell kann's gehen. Jetzt sind wir schon wieder durch. Ich habe jetzt fast 1,5 Wochen davor gedrückt, quasi. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Gut, ich habe jetzt eine Lenkrad, da wollte ich es ja ausprobieren und
vorher ein bisschen üben. Das werde ich vermutlich jetzt als nächstes anstöpseln, aber eigentlich müsste ich das mal rendern und ach Gott, ich muss alles schneiden und rendern und hochladen und ach. Wie gesagt, ich fahre ja am Montag nach Hause zu meinen Eltern. Deswegen. Ja, muss ich vorproduzieren. Zumindest bis Freitag. Samstag weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Gut. Ich würde trotzdem sagen, ich lasse den Abschnitt noch laufen. Und sag trotzdem schon mal Tschüss.